Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Triebwerkebox von Alligator. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Triebwerke von Alligator, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl. Der Künstler kommt uns hier gleich auf der Box, auf dem Boxcover entgegen. Wir haben hier Alligator in feinster Vincent van Gogh Manier. Er hat hier einen Verband um den Kopf gewickelt mit einem roten Fleck hier in seiner Ohrengegend. Und genau dieses wird uns hier präsentiert in so einer kleinen roten Schatulle, als wäre es irgendwie ein Heiratsantrag. Nur statt einem Ring finden wir hier eben das abgeschnittene Ohr vor. Links oben Alligator Schriftzug. Dann lesen wir darunter Triebwerke, den Albumtitel Limited Premium Box. Darunter ein Barcode. Auf der rechten Seite Triebwerke Limited Premium Box. Alligator Schriftzug darüber. Und links wieder Triebwerke Limited Deluxe Box. Auf der Rückseite komplett in Schwarz. Hier gibt es sonst weiter nichts zu sehen. Und dann schauen wir mal hinein. Eine reguläre Klappbox geht hier auf. Und dann haben wir hier den Inhalt. Einmal ein Shirt. Dann haben wir hier eine kleine Schachtel mit Malstiften drinnen. Ein Malheft, ein Malbuch, wie sich das hier nennt. Eine Bonus-CD, Überstunden. Und das Album an sich, Triebwerke. So, von innen die Box in Weiß. Wir haben hier entsprechend noch drinnen so einen Einleger, in dem das Album und die CD reingepasst haben, damit die dann nicht durch die Gegend fliegen. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. Den Rest packen wir hier mal auf die Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Es ist ein recht eigenartiges Cover, denn ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals einen deutschen Rapper gesehen habe, der sich auf seinem Cover nackt präsentiert hat. Wir haben hier tatsächlich Alligator nackt vor einer Wand stehen und wir sehen hier diverse Kunstwerke, die er hier angefertigt hat. Rechts oben wieder Alligator Schriftzug, darunter Triebwerke. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Alligator Triebwerke Premium Edition. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Nochmals Alligator, vermutlich nackt, nur hier entsprechend durch die Staffelei und durch das Bild hier, durch diesen Rahmen verdeckt. Barcode und Beteiligte. Und wir haben hier Features mit dabei von Schniesen, von den 257ers, Timi Hendrix, Battleboy Basti und Prinz Pi. Auf dem regulären Album sind 14 Tracks. Und wir haben noch eine Bonus-CD, die Stromausfall-Akustik-CD. Und hier haben wir nochmals 10 Tracks und ein Feature von Timi Hendrix, der ja auch bei Trailer Park unter Vertrag steht. Es ist das dritte Album von Alligator. Wir schauen mal ins Booklet. So, was sehen wir hier? Alligator, der hier scheinbar in den heftigsten Krisengebieten Kunstwerke schaffen möchte. Also wir sehen hier, sieht so ein bisschen nach afrikanischer Wildnis, afrikanischer Steppe aus. Jede Menge Heißluftballons am Himmel, aber auch Bomben, die hier niedergehen. Dann haben wir hinten noch einmal Alligator, der hier durch die Luft segelt, also der Terrorist. Und dann hier noch jede Menge Getier und hier Explosionen. Also eine sehr bewegte Szenerie. Ja, und das zieht sich dann so durch. Hier unter anderem ein Tiger in einem Auto. Dann hier diese langen Steinskulpturen. Ich glaube, die kommen von den Osterinseln ursprünglich. Windräder. Hier ist einiges los. Ja, eine Doppelseite blank weiß. Und hier nur wieder Alligator nackt. Das ist mal ein Booklet. Regenbogen, Dinosaurier. Also ich glaube, rein so von der Farbgestaltung und von der Abwechslung der Motive schlägt dieses Booklet
alle anderen. Dann haben wir Alligator in einer Tür stehen, du bist schön. Und dann haben wir hier zum Abspann die Credits vermerkt. So sieht das aus. Das sind die Menschen, die hier mit beteiligt waren. Und dann gibt es hier auch noch eine Widmung. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, die werde ich euch mal kurz vorlesen. Also, wir lesen hier. Mit nahezu religiös fanatischem Eifer zupft der Gitarrist seine Saiten, befleckt der Maler seine Leinwand und verkabelt der Terrorist seinen Sprengstoff. Alle haben etwas gemeinsam, denn sie sind getrieben von einer urmenschlichen Macht, die zwischen Herz, Hormon und Hoden ihre Heimat hat. Was hinter dieser magischen Kraft steckt, vermag ich nicht zu beantworten, aber meine Triebwerke erzählen ein paar der vielen skurrilen Geschichten, die von ihr gelenkt werden. Gute Unterhaltung. Ja, das ist auf jeden Fall eine gelungene Einleitung bzw. Widmung zu diesem Album. Genauso hört sich das an, was man hier geboten bekommt. Die Album-CD dann in Grau und Schwarz mit Alligator-Skizze drauf. Und auf der Rückseite haben wir dann CD Nummer 2, die Stromausfall-Akustik-CD. Gesammelte Werke auf der Akustik-Gitarre. Hier dann nochmals Alligator in Farbe. Und auf diesem Akustik-Album, auf dieser Akustik-CD, sind dann eben nochmals 10 Tracks in Akustikvariante. Ein Shirt ist mit dabei und auf diesem Shirt ist die Alligator Lisa, die Mona Lisa im Alligator Look. Oben links wieder der Schriftzug. Und dann haben wir hier das wohl bekannteste Bild der Welt, leicht abgeändert. Das Gesicht hier nicht ganz so weiblich wie gewohnt. Und darunter lesen wir dann wieder Triebwerke. Auf der Rückseite ist das Shirt komplett in Schwarz gehalten und wir haben es hierbei zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe L und das Ganze besteht aus 100% Baumwolle und ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir legen das Shirt wieder zusammen und kommen gleich zum nächsten Inhalt. Und zwar hätte ich beinahe vergessen, haben wir hier noch eine CD, die Überstunden-CD. Die kommt hier in einer Papphülle, in schwarz und weiß designed. Und hier haben wir nochmals 12 Bonustracks. Die sind eher kurz und das sind sogenannte, ja, wie soll man sowas nennen, Rollenspiele oder diverse Berufe, die hier dargestellt werden. Also Alligator, der hier in die verschiedenen Rollen schlüpft, unter anderem eben Feuerwehrmann, Gigolo, Zahnarzt und was auch immer. Und da gab es auch jede Menge Videoauskopplungen im Vorfeld, in denen er einfach so eine klassische Situation, einen klassischen Alltag in dem jeweiligen Beruf beschreibt. Ja, die gab es hier wirklich nur in dieser Box, deswegen auch, wie wir sehen, kein Barcode. Die CD ist dann auch wieder in Schwarz und Weiß relativ schlicht gehalten und das Ganze in der Papphülle, wie gesagt. So, und nachdem es ja hier um Kunst und um Triebwerke geht, haben wir dann hier auch noch ein Malbuch in Kombination mit Malstiften. Also hier dieses kleine Schächtelchen, viele bunte Farben lesen wir hier. Da befinden sich dann Malstifte drinnen. Ich glaube, es sind Wachsmalstifte, wenn ich richtig informiert bin. Wir schauen mal hinein. Genau, also ihr könnt sehen, wir haben hier insgesamt 2, 4, 6 Farben, auch wenn jetzt gerade nur 4 rausschauen. So, aber jetzt, also schwarz, grün, blau, rot, orange und gelb sind die Farben, die man uns hier anbietet. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und das Ganze kommt natürlich dann in Kombination mit diesem Malbuch. Ja, Buch ist vielleicht etwas, ja, es ist mehr ein Heft. Wir haben ja auf der Rückseite eine Inhaltsangabe. So sieht das aus. Malbuch, Illustrationen und Gestaltung Velvet Cane. Und dann schauen wir mal hinein, wie das hier aussieht. So, auch hier wieder eine umfangreiche Einleitung. Die erspare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Könnt ihr euch gerne kurz anhalten, das Video, und selbst durchlesen. Alligator möchte ein Porträt von dir malen, hilf ihm dabei. Ja, auch hier wieder der nackte Alligator und rechts jede Menge Platz, da könnt ihr euch dann gestalten.
Und dann haben wir hier Bilder zum Ausmalen. Wir haben hier den Terroristen mit Sprenggürtel. Dann haben wir hier das große Alligator-Worträtsel. Hier kann man die entsprechenden Bilder, die hier gezeigt werden, in diesem Worträtsel suchen. Was will der Alligator seiner angebeteten Herzensdame schenken? Ja, das Ohr dürfte er hier noch tragen. Zumindest das rechte ist noch dran. Über alle Berge. Das sieht mir aus wie ein Labyrinth. Also hier gibt es echt einiges zu sehen. Und, hui, hier geht es dann etwas wilder zur Sache. Und das Ganze ist für mich auch eine absolute Premiere. Ich habe noch niemals in einer Deutschrap-Box oder generell in einer Deluxe-Box ein Malbuch oder ein Malheft vorgefunden. Ja, warum nicht? Passend zum Albumtitel. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Malbuch, Malheft. Das kommt in Kombination mit diesen wunderbaren Wachsstiften hier der Marke Staedtler. Dann haben wir das Shirt der Mona Lisa, der Alligator Lisa oder der Mona Alligator. Dann haben wir die Bonus-CD, die Überstunden-CD mit insgesamt 12 Bonustracks. Und natürlich das Album an sich, Triebwerke im Standard Jewel Case mit 14 Tracks plus 10 Akustik-Tracks, womit wir dann auf insgesamt 26 Tracks kommen. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box, Triebwerke von Alligator. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alligator unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.